Ich bin Margret Buslei von Pax Christi, Kommission Solidarität Eine Welt. Wir begleiten seit Jahren Gemeinden in der Guajira im Norden von Kolumbien, die vom Kohletagebau betroffen sind und haben auch sie dort schon besucht, das letzte Mal genau vor 2 Jahren. Jetzt trage ich die Stellungnahme vor von Juan Pablo Gutierrez von der indigenen Yucpa-Gemeinde, die auch betroffen ist von dem Kohleanbau. Er musste das Land verlassen und lebt derzeit in Europa im Exil. Die Kohle, die von Kolumbien nach Deutschland importiert wird, ist mit Blut befleckt, mit der Zwangsvertreibung indigener und ländlicher Gemeinschaften, mit Hunger, Durst, der Zerstörung der indigenen Gebiete der Yucpa und Wayuu, was die Ausübung der Kultur unmöglich macht und somit unsere physische und kulturelle Auslöschung beschleunigt. Die Gemeinden und indigenen Gruppen Kolumbiens dürfen nicht für den Egoismus und die Irrationalität der deutschen Regierung und der Kohleunternehmen bezahlen. Diese Politik des Todes, die von der Kohle abhängt, vernichtet nicht nur die Indigenen, sondern die ganze Welt in diesem globalen Kontext der Klimakrise, in der wir leben. Die deutsche Regierung und die Bergbauunternehmen müssen aufhören, in kurzfristigen Kategorien zu denken, die das Leben auf unserem Planeten zerstören. Wenn sie noch einen Funken Vernunft haben, sollten sie wissen, dass es sogar billiger ist, die Kosten einer Energiewende jetzt zu übernehmen, wo noch Zeit dafür ist, als die unabänderlichen Kosten des Klimawandels zu tragen. Der Kampf geht um das Leben. Ihr habt uns die Globalisierung des Todes aufgezwungen und wir sind die Globalisierung des Widerstandes geworden. Wir kämpfen weiter.